Bonjour und herzlich willkommen. Mike Rathalle, hier ist wieder kurz mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, Leute, in der letzten Folge haben wir ein paar Nebenmissionen erledigt und ja, wir haben es auch teilweise bestanden. Ne? Wir haben auch ein Auto gekauft. Ja, wie ihr seht, unten 1,2. Bei mir ist ein neues Update gekommen. Ja, es soll jetzt ein bisschen alles verbessert haben mit Grafik und sowas und so ein Scheiß. Weil die Entwickler haben nicht 1 zu 1 100% richtig gemacht. Ja, das so ist es halt, wenn man ein Spiel hohen Quali hat, ist es so, dass man was viele Bugs und so kommen. Das ist ja klar. Ja, mal schauen wieder, ob das weiter so bleibt. Und ja, wir haben jetzt eine Mission gemacht, ob wir diesen Mörder killen wollen oder nicht, weil der hat wirklich Mordung gemacht, kaltblütig viele ermordet, aber er tut jetzt Buße. Ich will gerne wissen, ob der wirklich ernst meint. Wenn ja, lasse ich ihn am Leben. Wenn nein, bringe ich ihn um. So wie das die Götter entschieden. So Leute, werde ich mal sagen, lasst uns nicht so lange quatschen und direkt anfangen. Oh, ich muss sagen, hat sich wirklich verbessert. Leica. Du bist spät dran. Ich habe unterwegs jemanden aufgelesen. Jemand vom Studio? Erinnerst du dich an deinen letzten Brief an mich? Er ist genauso, wie du beschrieben hast. Wie? Das ist so lecker. Schon, ich kenn's dann. Freut mich. Bist du mit Joshua befreundet? Das ist kompliziert. Ist eine lange und seltsame Geschichte. Mama ist noch nicht wieder da. Wir können drin auf sie warten. Kommt rein. Beeilt euch. Ich warte draußen. Du wartest gerne, hm? Du siehst aus, als ginge dir die Warterei ziemlich auf den Sack. Verpiss dich! Dämlicher Bastard. Setzt euch. Kann ich euch was anbieten? Einen Drink? Wasser hätte wäre schön. Ein Glas Wasser, aber ich kann es mir auch selbst holen. Gern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Amen. Soleika ist die Schwester des Mannes, den ich umgebracht habe. Sie hat mir Briefe geschrieben, als ich hinter Gittern war. So haben wir beide zueinander gefunden. Durch Vergebung. Ich verstehe nicht. Du meinst, du hast dem Mörder deines Bruders vergeben? Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ob sie nun Feinde oder Nachbarn findet, Gottes Liebe kennt keine Grenzen und unsere sollte ebenso sein. Euer Gott lässt ständig unschuldige Menschen sterben. Wahre Gläubige ziemlich selten diese Tage. Echte Gläubige sind in Night City nicht gerade verbreitet. Die Vorsehung hat dich unter mein Dach geführt. Gott hat uns zusammengeführt. Sag mir, wie glaubst du an Gott? Ja, das tue ich. Ja, ich glaube an ihn. Soleika und ich waren uns über etwas uneinig. Vielleicht kannst du uns ja Klarheit bringen.
Oh nein! Das sollten wir wirklich nicht hier besprechen. Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Joshua, er hält sich für den Messias und will sein Leben beenden. Das stimmt so nicht. Ich habe mich nie als Messias bezeichnet. Selbstmord! Glaubst du wirklich, Gott würde sowas von dir verlangen? Es ist aber kein Selbstmord. So lecker, was geht denn hier vor sich? Joshua, würdest du mir etwas erklären? Worum geht es hier eigentlich, Josh? Als die Medien erfuhren, dass ich im Gefängnis zu Gott gefunden habe, war mein Gesicht danach auf allen Titelseiten. Ein Brandon-Studio erfuhr auch davon. Sie schickten Leute, um mir ein Angebot zu machen. Blutsauger! Mir stand der elektrische Stuhl bevor. Aber jetzt wird mein Tod mehr als ein vom Staat befohlener Mord sein. Die wollen einen Braindance von seiner Kreuzigung drehen. Eine Hinrichtung. Nur verpackt in heilige Roben. Boah, das ist völlig durchgeknallt. Warum der Braindance? Was willst du damit erreichen? Gibt es kein Gesetz, das das verbietet? Moment mal. Ein BD-Studio hat die Hinrichtungsmethode eines Häftlings verändert? Gibt's kein Gesetz, das das verbietet? Konzerne schreiben die Gesetze und stellen die Richter. Es brauchte nur ein Meeting mit dem Studio-CEO und dem Staatsanwalt. Offiziell habe ich für heute beaufsichtigten Freigang. Aber keiner kann mir verbieten, den Tag mit Bekannten zu verbringen. Korruption ist auch eine Sünde, oder nicht? Und nur deshalb bist du hier. Das hier ist größer als menschliche Gesetze. Mit diesem Braindance bringe ich Millionen von Menschen Gottes Wort. Soleika hat mich zu einem Kind Gottes geformt. Es wird Zeit, dass ich ihr dafür danke. Ich möchte allen kundgeben, dass die Liebe existiert. Und zwar so, dass all die Verlorenen dieser Welt es verstehen. Wieso Liebe? Wenn bedingungslose Liebe existiert, dann gibt es auch einen Gott. Die Welt muss nur an seine Existenz erinnert werden. Denk an die Millionen, die wie Vieh an ihren Feeds hängen. Die Kinder, die inmitten von Gangs aufwachsen. Wissen Sie, was Liebe ist? Denk an die Joy Toys in der Jig-Jig Street. Zugekokste Konzernratten in ihren Büros. Mörder auf den Straßen. Ich will und werde sie erreichen. Da hat er nicht ganz im Recht. Denk an die Killer wie dich. Wie? Kennst du die Liebe? Weißt du, was sie ist? Mutter ist da. Joshua Stevenson. Wie unerfreulich. Und wer sind Sie? Ich bin V. Geht. Ihr seid hier nicht willkommen. Mrs. Elamar. Ich bin hier, um Sie um Vergebung zu bitten. Du hast meinen Sohn ermordet. Das ist etwas, das ich nie vergeben kann. Ich bereue den Schmerz, den ich verursacht habe, zutiefst. Raus aus meinem Haus! Sofort! Geht einfach! Raus! Alles zusammen! Wir sollten gehen. Jetzt. Bitte, Mrs. Elamar! Mörder! Ist okay. Geht einfach. Du hast mir meinen Ruben genommen. Mein Kind, meinen Sohn. Okay, zurück zum Auto. Okay, da hat er nicht ganz unrecht. Er will wirklich was verändern. Ich wünschte, ich hätte mit Gloria reden und ihr alles erklären können. Irgendwie dachte ich, dass sie mir vielleicht doch noch vergibt. Wir sollten was essen. Oh.
Ich kann sie verstehen. Ich verstehe sie. Ist nicht leicht, dem Mörder des eigenen Sohnes zu vergeben. Stevenson, wir wussten doch alle, wie das endet. Die Sünden erlascht, den sind sie erlassen, den ihr sie behaltet, sind sie behalten. Willst du das wirklich durchziehen und dich kreuzigen lassen? Willst du das wirklich? Dich ans Kreuz nageln lassen? Ja, das ist etwas, das ich einfach tun muss. Wenn mein Vorhaben nicht die Welt erschüttert und uns aus diesem Albtraum holt, wird nichts das schaffen. Stevenson rein und besorg uns ein... Ich muss mit unserem blinden Passagier reden. Warte noch. Ich muss mit dir reden. Und was willst du von mir? Also, was hältst du von unserem nächsten BD-Superstar? Scheint ein netter Typ zu sein. Ich weiß nicht, was ich von ihm halte. Sein Glaube ist echt. Ich denke, er ist ein wahrer Gläubiger. Er ist ein wahrer Irrer, mehr nicht. Aber das ist nebensächlich. Wenn du ihn für so verrückt hältst, warum ist er dir dann so wichtig? Weil er etwas besitzt, das nicht leicht zu kriegen, aber extrem begehrt ist. Man nennt es Authentizität. Sein Hirn mag im Moment in Scheiße schwimmen. Aber er glaubt felsenfest an das, was er sagt. Ach, der perfekte Schauspieler. Ich glaube, du unterschätzt ihn. Ich glaube, er hat sich besser unter Kontrolle, als du denkst. Es ist doch so. Wir sind beide keine Seelenklempner. Wir wollen nur bezahlt werden. Stevenson könnte für unser Studio eine wahre Goldgrube sein. Und was kümmert mich das? Du fixst mit seinem Verstand, stellst einfach zu viele kritische Fragen. Du wächst Zweifel in ihm und könntest damit mein Kapital aufs Spiel setzen. Deshalb zahle ich dir das Doppelte von dem, was er dir versprochen hat, damit du jetzt gehst. Tu's nicht, wie. Nie entleben. Meine Antwort ist nein. Wieso habe ich das Gefühl, du kapierst nicht, was ich dir hier anbiete? Doch, das tue ich. Gehen wir rein. Nicht übel für einen beschissenen Dieb. Solche Konzernschlampen gehen wir immer auf den Sack. Joshua verdient bessere Gesellschaft als uns. Quatsch. Zwei Sünder sind genau das, was Jesus von Arroyo braucht. Ein Dieb und ein Terrorist. Bin dabei. Ja, okay, der hat's verdient, wenn er getötet wird, aber doch nicht so schnell. Er hat doch seine Strafe bekommen. Ich kenne echt jede Art von Arschloch. Dieser Jesus-Scheiß zieht bei mir nicht. Wenn du auch nur daran denkst, abzuhauen, schieße ich dir die Birne weg. Du wirst nicht fürs Reden bezahlt, Vasquez. Dieser Vasquez ist echt eine harte Nuss. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier, wie so viele Menschen. Hallo. Erzähl mir von den Braindance. Können wir das Thema wechseln? Können wir bitte über was anderes als Gott reden? Josh, das ist dein Abend. Themavorschlag? Ich weiß nicht... Ich hab seit Jahren mit keinem mehr geredet. Okay, wie wär's hiermit? Was machst du zum Entspannen? Also,
Ich lese die Heilige Schrift, gucke Braindances und Filme. Kennst du das Remake von Badlands Raid? Das Remake schlägt das Original um Längen. Geht. Nichts geht über das Originale. Ich kenne beide nichts. Kenne beide nicht. Braindances sind nicht so mein Ding. Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Misch dich nicht ein! Klappe, wir unterhalten uns gerade. Also zieh Leine. Wie bitte? Mach dir endlich klar, worum es hier geht. Dieser Mann erschafft morgen sein Meisterwerk. Er muss sich konzentrieren, seinen Kopf freikriegen und die Performance seines Lebens hinlegen. Es gibt keine zwei Takes. Josh? Ich möchte mich jetzt ausruhen. Perfektes Timing. Dein Job hier ist erledigt, du kannst gehen. Und keine Sorge, du kriegst dein Scheißgeld. Leb wohl, Vee. Reife Leistung, Vee. Echt guter Move. Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Und die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Ich hab Mitleid mit ihm. Wir könnten ewig darüber reden. Und es würde doch keinen was kümmern. Die Konzerne bereichern sich weiter. Und die Massen bauen ihre Luftschlösser. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Und dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. Ein angeknackster Verstand. Glaubst du, dass Gott existiert? Was meinst du? Gibt es Gott? Fuck. Ernsthaft? Na los, ernst gemeinte Frage. Was? Warum? Dein Herz stand still und dann nicht mehr. Überlegst du jetzt, ob ein Konstrukt überhaupt gerettet werden kann? Ich war tot und bin auferstanden. Genau so war es doch. Die simple Wahrheit ist, ich war tot, jetzt lebe ich wieder. Und was war das? Ein Wunder? Wozu machte ich das? Zum Messias? Phönix? Oder zum frisch reparierten Fabrikborg? Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Und du auch nicht. Ich sag dir, was es war. Ein cleveres Stück Konzerntechnologie. Wenn ein wahrer Messias unter uns wandelt, lautet sein Name Saburo Arasaka. Der, den du kalt machen würdest, wenn du ihm begegnest. Siehst du, deshalb bin ich ich und du bist du. Du fällst vor Göttern auf die Knie. Ich jag ihm eine Kugel ins Hirn. Ein Konstrukt ist keine Seele. Da ist ein Unterschied. Willst du mir weismachen, du denkst nicht darüber nach, dass du digital bist? Und über die Konsequenzen? Im Ernst? Ich meine, bist du schon tot? Oder lebst du so lange, bis der letzte Digi-Geist von dir zerfetzt ist? Du meinst, ich komme irgendwann in den Digi-Himmel? Eher in die Digi-Hölle. Aber ja, das meine ich. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, lebt Silverhand dann im Jenseits und ich rede mit seinem animierten Nachruf? Ich denke nie über sowas nach. Überraschung. Für mich bin ich nur ich. Kein Jenseits, keine Wunder, nur eine Digi-Psyche, die verarscht wurde. Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Komm, wir haben noch was vor. Das Crystal Pass, tosendes Leben in der Stille des Weltraums. Schade, ich wollte ihn echt wirklich weiter in die Augen behalten.
Dann lass uns noch mal ein Fahrzeug kaufen. Geld können wir wieder immer sparen, können wir immer wieder holen. Da. Oh, das ist guter Fahrzeug. An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Krankenversicherung. Die Street-Gang hat sich dort unter der Führung von Olga Elizabeth Longley etabliert, die nicht entführen und dafür zu Worten zu stellen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Eliminierung dieser Gefahr. Nimm die Scheißwaffe, Mann! Fuck! Nein, nein, nein! Du kleiner verdammter Hurensohn! Ich bin normalerweise benutze ich das Boot überhaupt nicht. Aber es Ausnahme ist Ausnahme, Leute. Kann man jetzt machen. An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Carnita Street. Die Sixth Street Gang hat sich dort unter der Führung von Olga Elizabeth Longneed etabliert, die wegen Entführung und doppelten Mordes gesucht wird. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Eliminierung dieser Gefahr. Stopp! Noch bin ich... Danke. So ist es besser. Für dich und mich. Was mit der Pause?
Komm, Ablenkung. Ich könnte auch ein Kampftaxi steuern. Noch einmal. Wer ist das? Boah, kein Bock, Alter. Perfekt. Gibt's irgendwas? Hä, wo ist das Ding jetzt? Hey, hier ist Rachel. Das Passion-Projekt, der BD? Ja. Was ist damit? Wir haben hier eine Krise. Könnten echt deine Hilfe gebrauchen. Stevenson hatte einen Zusammenbruch. Kein Therapeut kommt zu ihm durch. Kannst du herkommen? Zum Studio? Einfach um mit ihm zu reden? Natürlich. Sicher, okay. Bin unterwegs. Er sagt, er kommt. Danke, Wee. Warte mal kurz, ich muss gucken, ob ich was machen soll. Okay, erstmal erledige ich diesen Bastarde. Thank you.
Kampf! Mann! Boah, das ist Ladezeit. Diesmal Rache. Was? Was hilft? Nein. Nicht wundern, das ist nur meine Katze. Zu ihnen. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Ja, Journal. Thank you.
Kies. Was ist los? Geht's Joshua gut? Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Geh rein da. Ich schätze, manchen gefällt's nicht, wenn jemand zur Unterhaltung Todesqualen erleidet. Ist das bremsen, sonst nicht. Den Braindance werden Milliarden sehen. Das Studio hat scheinbar keine Angst vor einem Riesenskandal, hm? Machst du Witze? Die leben für Skandale. Ich wäre auch da draußen, wenn ich könnte. Ich habe eine Familie zu ernähren und der Job ist der Job. Wo soll ich hin? Die Straße runter! Zu dem Gebäude mit dem Polizisten davor! Danke. Okay. Ich hätte gedacht, du siehst professioneller aus. Egal, geh rein. Keine Sorge, Olga, wir klären das. Definitiv. Wir halten den Zeitplan ein. Hilfe ist unterwegs. Endlich! Na los! Stevenson fragt schon den ganzen Tag nach dir. Er ist in seiner Ankleide. Geh zu ihm. Okay. Wolltest mich sehen? Ich will, dass du bei mir bist, wenn meine Seele diese Welt verlässt. Ich habe keine Freunde oder Familie. Nur Fremde sind hier. Du willst diesen Braindance also wirklich drehen? Ich bin entschlossen wie nie zuvor. Was? Wir haben nicht viel Zeit. Das ist verrückt, tut das nicht, Mann. Was du vorhast, ist völlig verrückt. Du bringst dich um und das Studio wird noch ewig davon profitieren. Es ist zu spät. Ich kann jetzt nicht zurück. Ich habe solche Angst. Betest du mit mir? Irgendwas suchst du aus. Okay, später. Okay, sicher. Eigener Weisheit beten, weil ich Christ bin ich ja nicht. Weil er ist ja gläubiger Christ, ich mach das nur für ihn. Vater unser, der du bist im Himmel. Der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Deine Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. So auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Und vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unser Schuldigen.
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Amen. Es ist Zeit. Gehen wir. Ich hoffe wahrlich, Suleika betet jetzt für mich. Bleibst du bei mir? Bis zum Ende. Ich möchte, dass du den Hammer hältst. Und mich ans Kreuz schlägst. Ich werde... Das mache ich nicht. Vergiss es. Nein. Dann bleib. Bitte einfach an meiner Seite. Okay. Puh. Na dann mal los. Will er wirklich als Messias sterben? Was sie tun. Götter. Wahrlich, ich sage dir. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen. Möge dein Gott dir das Paradies schenken, mein Freund. Und du, das gefällt dir, hä? Blöde Fotze. Das war wohl mein härtester Gig, aber ich hab's geschafft. Was jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe 2 Tage durch. Ich werde mich wegen deiner Bezahlung bei dir melden. Veröffentlich den BD nicht. Die Welt sollte das nicht sehen. Das haben weder du noch ich zu entscheiden. Ich ruf dich an. Ja, Leute, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Dann sag ich mal. Au revoir, ciao, bis dann, euer Gina Cousin. Tschüss.